Hallo, Vertraue mir blind, ich bin Sergei, heute im Clubheim, gleich mit Schnecke essen. Ich warte auf ihn, ich muss ihn gleich draußen abholen. Ja. Bist du blind? Ja. Schau mal, jetzt bist du blind und taub. Deshalb kannst du das hier ein bisschen hoch machen, dann hörst du wieder mich. Ja, ich höre dich. Dass die Ohren frei sind, ne? Das passt. Okay. So, Schnecke. Hier hast du ein Stück. Mach mal den fertig. Bist du sicher, dass du das siehst? Der ist ja schon fertig. Siehst du was, Schnecke? Nein. Sehr gut. Hab gerade getestet, fast gegen deinen Kopf gehauen. Willst du bei mir festhalten oder willst du allein gehen? Ich würde gerne mal probieren, okay, alleine zu gehen. Wir haben hier jemanden, der irgendwie zur Not mal Stopp oder Hilfe ruft. Nee, ne? Überhaupt nicht. Nur in Gefahr. Sadie, wo bist du? Ich bin hier. Wo bist du? So, komm zu mir. Ich hab gefunden. Hier. Voll gecheckt hier die Lage. So, wir sind gleich im Clubheim. Ja? Ja, komm doch endlich. So, kannst du das? Ich halte hier fest. Kannst du durchgehen? Du hast die Tür schon aufgemacht? Ja, ich habe für dich aufgemacht. So, jetzt höre ich aber nichts mehr auf dem Boden. Versuchen. Moin. Mathis. Wo ist mein Mathis, Freund? Ah, da ist er. Hi, grüß dich. Wir würden ihn gerne bestellen. Mein Freund Schnecke ist jetzt blind. Er kann die Karte wie ich nicht mehr lesen. Kannst du uns die Karte vorlesen? Sehr gerne. Diese Woche haben wir im Angebot die Papas Avocados. Das ist ein Gambaspieß mit einer grünen Soße. Besteht aus grüner Paprika, Knoblauch. Chili-Pulver. Mm. Außerdem haben wir das Roastbeef mit Remouladensauce und Bratkartoffeln, ein Caesar Salad mit Parmesan und Bacon Topping sowie frisches Holzbrot dazu. Und natürlich unser Klassiker, den Rindfleischburger und die ausgemachte Currywurst jeweils mit Pommes. Na, Schnecke, was nimmst du? Ich brauche was Einfaches. Die Currywurst nämlich. Soll die vegetarisch sein oder klassisch? Ne, die normal klassisch. Gerne. Ja, ich nehme die Nummer 1, dieses Papa. Richtig. Ja. Und wie ist es so, einfach jetzt blind, ohne zu sehen, sich orientieren? Ich glaube, ich bin noch nie so lange über den Parkplatz gelaufen, mhm, wie heute. Jetzt, wo ich hier sitze, ist es okay. Aber es ist schon ein befremdliches Gefühl irgendwie. Aber kann man sich daran gewöhnen oder würdest du sagen, du kriegst jetzt Kopfschmerzen? Ich krieg Kopfschmerzen. Echt? Ja. Okay. Ja, manchmal ist das, ne? Wenn man einfach ein Sinnesystem wegnimmt, dann hat man ein bisschen so Kopfschmerzen, Schwindel und sowas. Ja. Die Getränke stehen für euch. Okay. Dankeschön. Ist das jetzt schon eingeschenkt? Nee, du musst selber einschenken. Ja, okay. Guck mal, ich mache das auch, aber ich sag dir nicht, wie ich das mache. Erstmal machst du dann. Aber warum muss ich denn aus dem Glas trinken? Ja, weil das ist hier 5 Sterne. 5 Sterne im Clubheim trinkt man aus Glas. So, ich bin fertig. Wir können gleich anstoßen, wenn du möchtest. Hast du schon eingeschenkt? Dabei. Ach so. Du kannst mir ein bisschen erklären, was du machst. Ich habe die Flasche gerade positioniert, damit ich die nicht umschmeiße. Das hast du schon eingeschenkt? Ja, ja. Okay, hier ist zum Wohl. Komm mal hoch. Prost. Prost. Kannst Sadie, du? Gehst du häufig essen? Ja, ich gehe häufig essen. So, machst du mir ein Brot fertig? Ja. Dankeschön. Ich warte auf dich. Ja. Mach mal ein bisschen Dip drauf für mich. Du machst mir eine fertig, ich mach dir eine fertig. Was sagst du dazu? Nee, du kannst das auch selbst machen. Möchtest du eher wenig oder eher viel Dip? Flächig. Also überall, ne? Ja. Okay, ich mach noch mal ein bisschen was drauf. So, bist du? Hier bin ich. Andere Hand. Ja. Okay. Zack, das ist die Schnecken. Ja, mach dir auch eine. Mmh. Sehr gut. Ne? Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ecke, hätte ich nicht erwartet. Bitte? Du darfst nicht vergessen, ich habe 3 Kinder. Ach, wie alt sind? Ich habe schon ein paar Brote geschmiert. Wie alt sind deine Kinder? 3, 10 und 13. Mhm. Sadie, ich muss jetzt schon noch einmal sagen, ja, sag mal.
für alles, was mir hier gleich umfällt oder passiert. Es tut mir leid. Das ist, brauchst du erstens dich nicht entschuldigen, zweitens, das ist ein Versuch und drittens, ich finde cool, dass du mitmachst und dass du da drauf Bock hattest, weil hat nicht jeder. Und dann kann alles passieren. Wir sind zu Hause, oder? Ich hab jetzt, ich nehme einfach Besteck hier raus. Ich weiß, ich habe jetzt den dritten Löffel. Was suchst du denn? Ich finde einen Salat wäre eine Gabel ganz cool. Ja, dann such mal weiter. Ich bin gleich fertig mit meinem Salat. Ja. Messer. Wenn du Hilfe brauchst, sagst Bescheid, ne? Nee, passt schon. Ich esse sonst mit dem Löffel. Tut mir nur leid, dass ich hier das Besteck anfasse. Ach, egal. Da sind noch gar keine Gabeln drin. So, jetzt habe ich eine Gabel gefunden. War lecker. Caesar Salad. Okay, da war schon mal nichts drauf. Lecker, echt, gefällt mir gut. Willst du Salz und sowas drauf machen? Guck mal, jetzt hier. Ah, das ist Salz. Ja? Ja. Das ist ganz klar Pfeffer. Echt? Ist das Pfeffer? Das sind Pfefferkörner. Okay. Ja. Und würdest du jetzt in deinen Teller machen? Das dann, ohne es zu sehen? Ich habe mir gedacht, ich mache mir das auf die Hand. Richtig, das mache ich auch immer. Erst ins Hand und dann ins Teller. Lecker. Ich glaube, bis ich Salz auf meiner Hand habe oder Pfeffer, ist mein Essen kalt. Oder ich bin fertig. Pommes ist ehrlicherweise, muss ich sagen, einfach. Bei der Currywurst bin ich gleich gespannt. Ja, das musst du schön mit Messer klein schneiden, ne? Aber hä? Aber du hast eben gesagt, mit Fingern essen ist okay. Beim Getränk aus der Flasche trinken warst du hart und hast gesagt, wir sind hier nicht im Fünf-Sterne-Hotel. Ja, wir sind hier im Fünf-Sterne-Restaurant. Nee, aber das Currywurst will ich jetzt auch nicht in der Hand nehmen. Pommes schon eventuell, aber Currywurst will ich jetzt schneiden eigentlich. Aber kann man die nicht so einmal aufpieksen und dann abbeißen? Wie du möchtest, ist alles freigestellt, ne? Sind aber auch wieder wenig Pommes auf dem Teller. Hast du welche verloren vielleicht? Das weiß ich nicht. Okay, ich habe auch keinen Überblick über meinen Teller, was alles da drin ist. Hey, wie kommt der denn jetzt rein? Schmeckt das dir denn, Sadie? Ja, lecker. Aber ich habe gerade ein bisschen Überblick verloren in meinen Teller. Wie sind die Kartoffeln? Die sind gut. Willst du eine haben? Nee, danke. Ich glaube, ich habe eine Wurst geschnitten. Ja, sehr gut. Aber ich glaube, ich habe das falsche Ende auf der Gabel. So. Das sieht gut aus. Oh. Okay. Danke für die Einladung, Schnecke. Ich habe eh kein Geld. Ja, noch habe ich mich nicht bezahlt. Ich gehe mal schon los, ne? Bleib mal sitzen. Stimmt so. Das ist, glaube ich, zu wenig, ne? Nee, das ist 10er, ne? Das ist eine 10er, weißt du warum? Achso, dann sind das auch 10. Bei 10 Euro ist es so, du hast hier an der Seite so eine Markierung, an der Kante eine Markierung und in der Mitte eine Lücke. Und dann weißt du ganz genau, dass das eine 10 Euro ist. Du hast mir jetzt... Das sind auch 10. Noch eine 10, nee, das ist keine 10 Euro, was du mir in die Hand gegeben hast. Doch, vertrau mir. Nein, das ist keine 10 Euro. Vertrau mir blind. Nein, ich vertraue blind, aber das ist keine 10 Euro. Ich kann mit dir wetten. Das hier sind 20. Warte, ich fühle. Ja, das ist 20. Ja, das sehe ich doch. Guck mal, dann kannst du Mathis das geben. Soll ich die 3 Scheine Mathis so geben in der Hand? Nein, Mathis hat einen von mir bekommen, das sind 10. Dann habe ich dir gerade 20 gegeben. Ja. Und dann kannst du mir den anderen zurückgeben. Was soll ich ihm geben nochmal? Eine 20er? Ja. Hier. Und den anderen kannst du mir wiedergeben. Okay. Wo bist du? Hier. Hier. So. Bei den Scheinen ist das so. Aber jetzt habe ich ja 2. Ja, du hast es mir einen Sinn, du hast es als mehr gegeben. Mathis hat noch von dir 20, richtig? Ja. Das heißt, dann kriegst du hier nochmal 10. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Das war ein super Erlebnis. Ich hoffe, das war für dich ein super Erlebnis, hoffentlich. Auf jeden Fall. Du kannst gleich einmal bitte die Brille hochnehmen, vorsichtig. Alles gut? Hell. Tief atmen. Und wie sieht unser Tisch aus?
Bei mir ist alles gut. Okay, bei mir auch, glaube ich. Na, oh, Sadie, wie hast du denn rumgekleckert hier im Ferkelmensch? So, wie? Aufgegessen hast du auch nicht. Wie war die Erfahrung? Was sagst du dazu? Gut. Auf jeden Fall, ich glaube, dass ich immer hungrig nach Hause gehen werde, weil ich gefühlt nichts von meinem Teller gegessen habe. Okay. Und wir waren echt lange hier, glaube ich. Und ich glaube, ich habe echt wenig von meinem Teller gegessen. Und was würdest du so mitnehmen, jetzt mitsehen und ohne sehen? Ja, gut ab, Respekt vor jedem Nichtsehenden, wie die den Alltag meistern und wie du den Alltag meisterst. Ich habe auch gesehen, dass du hergebracht wurdest und das von einem Abschiedsspiel, dass du eine Begleitperson ja, bei vielen, vielen Situationen mit dabei hattest. Und Hut ab für jeden, der sich dann auch traut, alleine vor die Tür zu gehen. Das ist eben auch im Gespräch schon gesagt, wenn du mit einer sehenden Person hier am Tisch sitzt und auf einmal ist die Person aufgestanden. Das ist schon eine komische Situation und für die nicht sehende Person. Und deswegen Hut ab für alle, die ihren Alltag so alleine meistern. Und ja, Fazit, liebe Leute, achtet mehr auf eure nicht sehenden Mitmenschen. Dann würde ich sagen einfach, Leute, abonniert unsere Kanäle, es ist ein Poly TV und vertraut mir blind.